Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Marion von Marions Kreativland. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut verbracht. Ja, mir ging es zwischenzeitlich nicht so gut über die Weihnachtsfeiertage und habe deshalb auch nicht gebastelt, aber ich war vor den Weihnachtsfeiertagen dann noch mal beim Action. Da hatte ich aber kein Hol drüber gemacht und deshalb habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt mal, was ich vor Weihnachten gekauft habe. Jetzt ist ja so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Ja, da habe ich einmal diese Brush Pens. Die habe ich ja schon gehabt, aber diese Farbe wahrhaftig nicht. Genauso wie diese. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Die war ich im Glauben, die hatte ich nicht, aber die hatte ich schon. Und dann habe ich ja noch zwei, aber die beiden habe ich wirklich nicht gehabt. Dann habe ich mir noch mal diese Zahlen mitgenommen, diese Glitzerzahlen, die habe ich jetzt auch gebraucht für die Neujahrskarte und jetzt die Geburtstage habe ich mir dann noch mal mitgenommen. Dann waren diese Cutting Emboss Folder heute im Angebot und da hat mein Mann mir dann noch diese mitgebracht und hat mir dann geschickt, welches da gab und habe ihm gesagt, welche ich noch nicht habe. Und da ist einmal, habe ich diese mit den Schmetterlingen mitgenommen. Das sind ja die wohl auch dann immer, da sind dann Blümchen, die dann ausgestanzt werden. Der Rest ist Schmetterling. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Muss ja leider wieder Licht anhaben. Dann habe ich hier einmal Blümchen bekommen. Und hier in der Mitte so eine, wo man vielleicht ein schönes Foto oder so hin machen kann. Und auch ein zwei Schmetterlinge zum Ausstanzen. Von den großen habe ich mir hier diese Sterne mitgenommen. Mitnehmen lassen, vielmehr. Und einmal so Musiknoten und Herzchen dazwischen. Also, die hat mir mein Mann mitgebracht. Ja, und die habe ich dann auch vor den Feiertagen gekauft. Diese Formstickers. Sticker, die fand ich sehr schön. Diese hatten sie da. Ja, so blendet es, glaube ich, nicht. Und dann einmal. Und die mit den Kakteen, die hatte ich mir ja schon weit vorher gekauft. Aber diese hatte ich jetzt nicht. Habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich noch diese Holographic-Cardboards mir mitgenommen, weil dieses Muster, ich glaube, ja, könnt ihr so ein bisschen erkennen. Und hier, die habe ich nämlich noch nicht gehabt. Und wieder diese Sticker hier, die ja immer gut zu gebrauchen sind. Ich drehe sie mal so. Fand ich auch sehr schön. Ich habe ja schon so einige. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich davon jetzt welche schon habe. Aber die wollte ich sowieso haben, weil ich meine Freundin möchte gerne so ein Vintage-Album. Die hat auch geheiratet und hat dann so, naja, so Vintage-Hochzeit. Und da wollte sie gerne, dass ich ein Album ihr bastle. Ich finde die immer mega süß. Ihr Blümchen. Dieses Herbstliche. So, das waren die. Dann habe ich mir auch mal diese Dreierblöcke gekauft, weil da habe ich so schöne Videos gesehen im Internet und da wollte ich auch dann so mit diesen neuen. Ja, die habe ich mir dann auch noch mal geholt. Also das erste Mal habe ich noch nicht gehabt. Dann habe ich noch ein paar Kartenrohlinge mir wieder geholt. Da kann ich dann im Sommer schön
schön basteln, schön üben. Vor allem weiße habe ich jetzt mitgenommen und graue. Und ja, hier ist so grünlich. Die hatte ich noch nicht. Die fand ich jetzt auch so schön. Das sind ja die Metallic, die finde ich sowieso generell schön. Dann habe ich mir mal von diesen kleinen Döschen mitgenommen. Da sind ja immer zwei Stück drinne. Für die kleinen Glitzerperlchen oder so, da kann man die so ein bisschen farblich sortieren. Habe ich mir drei Döschen, also sechs insgesamt mitgenommen. Dann habe ich auch die neuen 3D-Perlen. Ne? Sollen sehr gut sein, habe ich in einem Video gesehen. Da habe ich mir die Farben, also ich habe jetzt alle drei Farben mitgenommen, die sie hatten. Und die sehen ja so aus. Ich zeige euch das mal, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. So. Und da habe ich, wie gesagt, alle drei Farben, die sie da hatten, mitgenommen. Weil ich, wie gesagt, gehört habe, dass die wirklich gut sein sollen. So, dann habe ich mir auch mal diese großen Klammern mitgenommen. Diese schwarzen und goldenen Klammern. Ich habe ja nur immer kleine. Und habe ich gedacht, nehme ich mir auch mal mit. Die kosten ja immer nur wenig. Dann war das Weihnachtsregal ja schon fast leer. Und da habe ich mir aber nochmal diese Glöckchen mitgenommen. Fand ich schön. In Gold, in Kupfer, in Silber, Silbermatt. Und da sind dann auch die Bänderchen bei. Fand ich so schön. Und einmal hier noch so Schneeflocken. Nächste Weihnachten kommt ja bestimmt. Dann dreimal diese dünnen Fläschchen. Da bin ich mir auch noch nicht sicher. Aber ich glaube, das mache ich auch so als für Geldscheine drinne oder Gutscheine. Das blendet jetzt ein bisschen, glaube ich. Ne? Ich glaube, ich muss die Lampe ein bisschen schieben oder so. Ja, ich glaube, so ist besser. Dann habe ich mir auch von diesen Blumensamen hier jede Farbe mitgenommen. Diese Gelbtöne. Pink, Rosa und Lila. Grüntöne. Ja, drei Pastelltöne hier in Mintgrün, Hellblau und Flieder. Dann nochmal hier also Pink oder Hummerfarben mit bisschen heller und Aprikot. Ja, und dann fand ich ganz, ja, und zweimal noch diese Klebe, doppelseitigen Klebebänder, die braucht man ja auch irgendwie immer. Ja, und dann habe ich mich mega gefreut, weil ich neue Stempel bekommen habe. Ich hoffe, ihr seht das. Sind ja mit den Sprüchen, aber die hatte ich tatsächlich noch nicht. Das ist dann Home Sweet Home. Stop, start, doing. I'm a dreamer. Do not give up. Just go and follow your dreams. Habe ich mich mega gefreut. Den habe ich bekommen. Dann diese. Sehr schön für Sommer, Geburtstag, so Cocktailgläser. Und die finde ich auch mega süß mit den Herzchen in dem Gläschen und so. Für Valentinstag oder die fand ich schön. Also da war ich sehr, sehr, sehr glücklich. Das ist das Einzige, was ich gesehen habe, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Blöcke sind wieder immer dieselben, die es schon vorher gab. Aber das ist jetzt was, was ich neu bekommen habe. Dann habe ich mir noch dieses Stempelset hier vom Teddy gekauft. Das Reisestempelset. Und dann war ich noch in der Woolworth und habe mir in der Woolworth hier, die hatten wir runtergesetzt, diese Röschen hier in Aprikot und in Weiß. Die kosteten jetzt 50 Cent. Und da habe ich mir natürlich alle Pakete, die sie hatten, dreimal weiß, dreimal rosa, habe ich mir mitgenommen. Genauso wie dieses Board fand ich schön für 50 Cent. Mit so Klemmerchen, weiß ich nicht, für die Küche mit einem Stiftchen draufmalen, fand ich auch schön. Und zweimal diese. Ich wollte eigentlich Ringbücher haben für meine Cutting. Dies auf den Metallplatten, aber ich habe gedacht, die fand ich so schön für 50 Cent.
mit den Hündchen drauf. Habe ich mir die beiden mitgenommen, waren auch nur die beiden. Habe gedacht, da stecke ich dann so Blätter von den A5-Blöcken rein. Wie gesagt, hatten sie zweimal, habe ich zweimal mitgenommen. Ja, das war mein Einkauf von Action, Teddy und von der Woolworth. Und dann hatte ich mir noch bestellt ein paar schöne Stempel, Stanzen, sorry. Und zwar von Butinette habe ich mir diese Stempel, hoppala, Stanze geholt. Da kann man so einen Kranz stanzen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ihr das sehen möchtet, mache ich darüber auch gerne ein Video. Dann habe ich mir von Craftelier einmal diese Bordürenstanze mitgenommen. Die stanzt dann hier diese Schneeflöckchen aus. Und einmal dieses Muster. Fand ich schön, wenn man so ringsherum geht. Ich wollte ja immer diese Deckchen haben und da kann ich mir die selber machen. Dann habe ich mir noch zwei kleine Lochstanzen gekauft. Das ist 1 Zoll und das ist auch 1 Zoll, aber Wellenkreis. Die habe ich mir noch mitgenommen. So kleine kann man ja immer brauchen. Dann habe ich mir dieses Punchboard für Mini Briefumschläge gekauft, obwohl ich das Quatsch fand, weil ich hatte mir ja bereits vorher schon dieses 123 Board bestellt, wo man Umschläge, diese Schleifchen und Boxen basteln konnte. Und war jetzt ein bisschen doof, dass ich mir dann halt noch mal so ein Mini-Punchboard bestellt habe. Dann hatte ich, weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, dann habe ich mir dieses Messerset bestellt und zwar kann man hier diese Muster mit. Ich hoffe, es sieht man jetzt gut. Ich mache mal das so ganz langsam, vielleicht könnt ihr das lesen. Es sind also verschiedene, wo man da nicht nur gerade schneiden kann, sondern auch Wellen und perforieren. Ganz durch, ganz zickzack, größere Zacken, Wellen. Dann hier so wie so bei einer Briefmarke und hier nochmal Zacken. Habe ich auch noch nicht getestet, würde ich gerne auch testen. Und was ich sehr, sehr schön fand, ist ja diese Stanze hier. Da kann man Tatsache jetzt hier so komplette Deckchen von machen. Also wie gesagt, das habe ich mir dann noch bestellt. Ist jetzt gekommen. Auch was mein Mann gesagt hat, das Ganze dir zu Weihnachten holen. Er hat ja sowieso keine Ahnung von. Habe ich mir jetzt bestellt. Muss ich noch testen. Und wie gesagt, wenn ihr davon was sehen möchtet, auch wenn es nicht vom Action ist, dann schreibt mir das doch in den Kommentaren und dann mache ich euch das gerne. Ich freue mich auch über jedes Kommentar von euch. Ich grüße meine Abonnenten von hier aus. Freue mich mega, dass ihr mir so treu bleibt. Bis auf den einen oder anderen, aber im Großen und Ganzen bleibt ihr mir treu und da freue ich mich mega drüber. Und ich hoffe, im nächsten Jahr finde ich dann auch mehr Zeit, um wirklich konsequent zu sagen, einen Tag mache ich einen Einkauf, also Action Haul, aber wie gesagt auch manchmal so einen Einkauf. Einen anderen Tag mache ich dann ein Bastelhaul oder wenn ihr, wie gesagt, ein paar Tests sehen möchtet von irgendwas, was ich mir gekauft habe, mache ich das auch. Und dann hoffe ich, dass ich das wirklich ein bisschen regelmäßiger jetzt hinbekomme und wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Es ist ja schon wieder Wochenende. Durch die Weihnachtsfeiertage verkommt man immer so ein bisschen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Sollten wir uns bis dahin nicht mehr hören, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund und wir sehen uns im neuen Jahr auf jeden Fall wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss!